Nur Anarchisten können möglicherweise echte Christen sein. Das ist nun mal ein provokantes Statement. Das Wort Anarchie besteht aus der griechischen Vorsilbe an, was keine bzw. Abwesenheit von bedeutet, und dem griechischen Substantiv archon, was Herrscher oder Meister bedeutet. Anarchie bedeutet nicht ohne Regeln. Es gibt Regeln in der Anarchie, Naturgesetze genannt. Es bedeutet keine Herrscher, keine Meister. Anarchie bedeutet keine Sklaverei oder anders echte Freiheit. Nur Anarchisten können möglicherweise echte Christen sein. Echte Anarchisten lehnen menschliche Autorität und die Idee eines Mittelsmannes zwischen sich und dem Schöpfer ab. Sie übernehmen die Verantwortung ihrer Handlungen in diesem Bereich. Indem sie die menschlichen Gesetze ablehnen, begeben sie sich in den Dienst einer höheren Macht, den Naturgesetzen, von dem alle Rechte stammen. Um das klarzustellen, bitte denkt nicht, dass der Umkehrschluss zutrifft. Es sind nicht alle Anarchisten unbedingt echte Christen. Das muss verstanden werden. Weil echtes esoterisches Christentum mehr als nur die Ablehnung von menschlicher Autorität enthält. Man ist also kein echter Christ, wenn man ein Anarchist ist. Die Person, die menschliche Autorität ablehnt, muss die Naturgesetze kennen und sich an die Naturgesetze und an die goldene Regel halten, um ein echter Christ zu sein. Viele lehnen die menschliche Autorität ab, verhalten sich aber nicht moralisch oder halten sich nicht an die Naturgesetze. Daher sind alle echte Christen Anarchisten, aber nicht alle Anarchisten sind notwendigerweise Christen. Und nochmal, alle echten Christen sind definitiv Anarchisten. Wenn man sagt, man ist ein Christ, dann muss man sich mit Anarchie identifizieren. Dadurch erkennt man menschliche Autorität nicht an. Aber nicht alle Anarchisten sind echte Christen. Nicht alle, nur diejenigen, die sich an die Naturgesetze und die goldene Regel halten, sind echte Christen.